Heute basteln wir die letzte Weihnachtskarte. Dafür brauchen wir wieder ein DIN A5 Blatt und verschiedene bunte Stifte. Zuerst falten wir das DIN A5 Blatt zu einem DIN A6 Blatt. Und dann können wir schon anfangen zu zeichnen. Zuerst malen wir das Geweih. Dafür benutze ich einen braunen Füllstift. Im Prinzip male ich das Geweih so auf, wie als würde ich Äste malen wollen. Und das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Dann benutze ich einen schwarzen Filzstift. Damit male ich die Augen. Jetzt nehme ich einen roten Filzstift und male damit die Nase. Dann benutze ich einen silbernen, filigranen Feinliner und male da an dem Geweih jeweils kleine Striche herunter. Letztendlich benutze ich verschiedene Filzstifte, um dann die verschiedenen Schneekugeln an das Geweih zu befestigen. Und fertig sind wir mit der letzten Weihnachtskarte. Viel Spaß beim Nachbasteln!